dieser Cowboy böse aus, ja oder nein? Wir werden es rausfinden bei Great Western Trail. Mein Name ist Nils Sörens, Brettspiele durchgespielt und Eggart Spiele und Stronghold Games haben dieses Spiel hier auf den Tisch gebracht. Ich starte mit Runde 1. Bei Runde 1 ist es ganz wichtig, natürlich in Startspielerreihenfolge, also bei mir weiß, rot, blau. So ordne ich das mal hier an, darf man sich im Gegensatz dazu einen Startpunkt aussuchen. Man muss nicht hier starten. Das ist der Grund, warum ich sie nicht auf dem Board habe hier. Und man sucht sich natürlich irgendetwas aus, wo man auch mit quasi Geld machen kann. Und deswegen wird Weiß hier starten, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Erstens, weil er eine grüne Karte auf der Hand hat. Zweitens, weil er noch mehr auf der Hand hat, dazu aber gleich mehr. Also als erstes, erste Aktion, eine grüne Karte verkaufen für 2 Mark. Mache ich sehr gerne, für 2 Mark verkaufe ich eine grüne. Ich bilde also einen Ablagestapel. Achtung, ich ziehe nicht neu an dieser Stelle. Ich bilde erst einen Ablagestapel, denn A überspringe ich im ersten, ich bin noch hier drin, ich mache die Aktion. Der zweite Teil der Aktion ist dieses hier. Achtung, ich darf ein Haus runterbauen von meiner Hand mit der Stufe der Ingenieure, die ich habe. Ich kann euch jetzt schon verraten, ich habe nur einen und jedes kostet 2 Mark. Ich nehme also die eben gewonnenen 2 Mark wieder, gebe sie schon mal wieder aus und darf mir jetzt eines meiner Gebäude aussuchen. Achtung, ihr seht, nur das erste und zweite Gebäude hat einen Wert von 1, das dritte Gebäude schon Wert 2. Das heißt, das kann ich schon getrost wieder weglegen. Darf ich eh nicht nehmen. Und ich suche mir jetzt aus, welches ich lieber habe von diesen Gebäuden. Und ich habe mich für dieses Teil entschieden. Damit kann ich nochmal eine weiße Kuh verkaufen. Und das mache ich noch kurz vor Kansas City. Vielleicht brauche ich das ja später nochmal. Das war dann auch schon diese Aktion. Und ich habe jetzt aktuell nur 3 Handkarten. Das heißt, ich darf auffüllen auf 4 Handkarten und so nimmt das Spiel jetzt seinen Lauf. Das gleiche gilt für Rot natürlich und ich kann jetzt schon mal verraten, bei den meisten habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen, wie ich hier angefangen habe, auch bei ihm. Unter anderem auch, weil ich das Bauen für eine wirklich zentrale Aktion halte. Ihr wisst, das gibt 2, aber das Bauen meines nächsten Hauses gibt auch wieder 2 Mark. Er geht mit der gleichen Idee heran. Ja, und damit habe ich nichts anderes gemacht als das Gleiche. Eine grüne verkauft hier und dann für einen Ingenieur gebaut. Da das nachher auch Siegpunkte sind, natürlich macht das wirklich Sinn, so vorzugehen. Auch er darf eine weitere Kuh kaufen. Guck mal, 2 graue hier. Ja, und dann blau. Und auch blau macht das Gleiche. Es gibt kein Limit hier an der Stelle, wer wie viele wo haben darf. Von so her ist das durchaus fair. Ja, und er baut auch da hinten. Das wird euch jetzt ziemlich langweilig vorkommen. Nun bin ich ja auch der gleiche Spieler an sich, der gleiche Spielertyp. Das heißt, ich habe natürlich auch immer gleiche Ideen im Kopf. Und normalerweise gehen hier Leute deutlich unterschiedliche Wege, aber ich mag es gerne an der Stelle. So, jetzt zeige ich euch nochmal die erste Runde hier von Weiß und der kann jetzt gehen in der nächsten Runde bis zu 3 Schritte. Achtung, der hat hier 2 gleiche Graue. Übrigens hat der 2 gleiche Graue und der auch. Das heißt, auch hier wird der nächste Schritt wahrscheinlich ähnlich sein. Ich gehe also bis hierhin und kann 2 gleiche für 4 Mark verkaufen. Warum mache ich das so genau? Naja, ich will natürlich hier wirklich, den einer muss ich bezahlen, ich will natürlich versuchen, hier möglichst einen hohen Brutwert rauszukriegen. Das habe ich gemacht für 4, jetzt dürfte ich für 7 ein Hazard-Teil kaufen, das mache ich auch. Nee, das mache ich nicht. Darauf verzichte ich auf die Aktion und ich ziehe 2 Kühe nach. Und jetzt sieht man schon, ich habe einen Brutwert von immerhin hier schon 6 auf der Hand. Ich habe ein schwarzes, ein grünes und 2 weiße. Ihr wisst ja, da zählt nur 1. Das heißt, nächste Runde ist es vielleicht sogar schon ganz gut für Weiß, 1, 2, 3 wirklich nahe in diese Richtung zu kommen, um dann auch wirklich was zu machen.
Das ist natürlich die Gefahr, weil mein Verkauf von Weiß habe ich jetzt hierhin platziert. Das heißt, für Blau wäre das eine tolle Sache gewesen. 1, 2, 3. Aber das war nun mal Weiß. Wie sieht es bei Rot aus? Ja, aber ehrlich gesagt, das ist ein so tolles Teil. Deswegen geht auch Rot darauf. Nicht wegen der zweiten Aktion, sondern weil 4 Gold für ein Pärchen, das ich verkaufe, das ist wirklich stark, möchte er das Hazard-Teil kaufen. Und er hat hier später 2 Hazard-Teils, die er haben will. Aber auch er verzichtet in der ersten Runde darauf, das zu machen. Und guck mal, er hat jetzt einen Brutwert von 7. Das heißt, das ist das Maximale. Ja, und wirklich langweiliger Anfang, weil Blau auch das Gleiche macht. Aber nur, weil die hier wirklich die ganzen Tiere alle auf die Hand gekriegt haben. Da habe ich 4 einzelne. Bei dem ist das etwas mehr Geld, das er hat. Nichtsdestotrotz, er zieht auch 2 nach. Ja, das waren die ersten 2 Runden schon. Wie geht's weiter? Und ab jetzt wird sich das etwas aufsplitten. Weiß hat ja, wie ihr wisst, die 2 Weißen. Der wird also hier hingehen und erst einmal eine weiße Kuh verkaufen und darf danach 2 Aktionen machen, um Menschen zu kaufen. Die 2, die ich verkaufe, habe ich im Sinn. Danach kaufe ich nun eine dieser Leute hier. Ich nehme die 2 Mark mal eben in die Hand. Ich darf nie von der Reihe kaufen, wo der Jobmarke-Token ist, also nur von dieser Reihe. Und da seht ihr, steht minus 6. Ich darf also einen Baumeister oder einen Cowboy kaufen. Ich kaufe also diesen Cowboy und der kostet mich 6. Eine weitere Aktion dürfte ich machen, für sogar 8. Wenn ich sie hätte, dürfte ich einen weiteren kaufen. Den Cowboy, den ich nun nehme, den platziere ich hier in der Cowboy-Liste. Überbaue ich übrigens diese, bekomme ich sofort Aktionen und ich zahle jetzt meine 6 Mark. Ihr seht, ich habe gar keine 8 Mark, das heißt, ich könnte gar nicht weitermachen. Und damit ende ich meinen Zug. Und jetzt seht ihr, ich habe immerhin 7 verschiedene Punkte. Das ist ehrlich gesagt schon sehr gut. Rot hat zwar auch einen Weißen hier, aber und hat alle 7, aber Rot hat nun nicht unbedingt den, der möchte hier hinten lieber verkaufen, der geht vielleicht weiter rein oder macht dieses hier. Das ist mir noch nicht ganz klar, was ich eigentlich machen möchte. Auch dieses hier ist durchaus eine Aktion, die man nicht unterschätzen darf. Und Rot geht wirklich hier hin. Dann darf ich mir entweder einen Auftrag nehmen oder meinen Stein einen nach unten setzen und den Zug um einen nach vorne setzen. Pro Lokführer, den ich habe. Ich habe nur einen Lokführer, das mache ich als erstes. Man darf übrigens die Reihenfolge völlig frei festlegen und gehe hier runter. Handkarten habe ich nicht benutzt, deswegen fülle ich hier nicht auf. Und dann bleibt noch die Frage, was Blau macht. Blau hat witzigerweise keinen Weißen, das heißt, für ihn lohnt es sich nicht, dazwischen zu stoppen. Für ihn geht er 1, 2. Er wird als allererstes hier eine schwarze verkaufen und danach auf den Viehmarkt gehen. Eine schwarze verkaufen bringt ebenfalls 2 Mark. Er nimmt sich hier also eine schwarze, die er abwirft und danach geht er auf den Viehmarkt. Er hat jede Menge Geld, das können wir mal eben hier sortieren. Hier, er hat 3, 6, 9, 14 Mark. Er hat aber nur einen Cowboy. Das heißt, er darf sich entweder eine braune für 12 kaufen oder eine Dreier für 6. Am Anfang ist es vielleicht besser, eine Dreier zu kaufen für 6. An sich ist es natürlich auch eine schwarze, der Superhammer, eine braune, also ein West Highland. Aber ja, Geld ist immer knapp. Ich kaufe dieses Rind hier für 6 Mark und dann habe ich immerhin noch ein bisschen, vielleicht nehme ich lieber Kleingeld, dann habe ich immerhin noch 8 Mark für die nächste Runde über. Das geht in den Discard-Ball und er darf natürlich nachziehen. Und er hat jetzt auch 7 und er überlegt ernsthaft dann nächste Runde ins Ziel zu gehen. Denn 7 ist schon das Maximale, was man ohne Spezialtiere kriegen kann. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch bei Weiß. Weiß hat ebenfalls 7 verschiedene. Würde Weiß denn ins Ende kommen? 1, 2, nein, er schafft es nicht. Er muss also den Umweg über den Viehmarkt machen. Und deswegen mache ich doch hier wirklich das langsam. Ich gehe dahin, verkaufe ebenfalls eine schwarze für 2 Mark hier, zack, und kaufe mir für bis zu 8 auch ein Viech. Ich kann mir also wirklich nur für 6 einen Dreier leisten. Und ich nehme den Dreier, damit die Blauen dann auch wirklich weg sind. Für den nächsten Spieler.
auffüllen. Darf ich eine grüne dazu bekommen? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr ungeschickt. So kann es gehen. Wie sieht es bei Rot aus? Rot hat jetzt hier einen weißen da. Das heißt, Rot könnte wirklich hier noch Zwischenstopp machen und macht dann wirklich eine Menge Kohle. Ja, ich denke, Rot macht hier einen Zwischenstopp und wird 2 Mark für die weiße nehmen, die er verkauft. Und Rot kann sich ebenfalls jetzt hier ein oder sogar 2 kaufen. Wir wissen, der erste kostet 6, der zweite allerdings 8. Das heißt, ich darf mir auch nur einen leisten. Und ich nehme mir für 6 entweder einen Cowboy oder einen Ingenieur. Und ich nehme mir hier mal einen Ingenieur. Jawohl, das war auch schon die Aktion von Rot. Und auch Blau ist dran. Blau hat hier das Maximale, was man rauskriegen kann. Er würde fast so gerne auch noch hier einmal hingehen. Aber das kann ich mir ja nicht so richtig erlauben, glaube ich. Es ist, glaube ich, wie es ist. Ich könnte 1, 2, 3 gehen oder 3. Oder ich gehe 1, 2, 3 und das mache ich. Damit komme ich hier an. Als nächstes darf ich eins dieser Teile rauslegen. Und ich lege mal das hier raus, das Graue hier hin. Zack. Dann gehe ich zu 2 und darf einen dieser rauslegen. Warum nicht einen Konduktor? Damit schiebt man den nach unten und diese Reihe ist jetzt auch zum Kauf verfügbar. Und hier nehme ich noch einen Konduktor. Den baut man dann dahin. Danach zeige ich meine Handkarten. Das sind 7. Das wissen wir schon. Hier 7 Mark, die ich nehme. Die nehmen wir als Einkommen und werde alle abwerfen. Als letztes darf ich noch eine Disc hier oben hinlegen bis zur Zugspitze 7. Ich werde also nach Colorado Springs eine legen und überquere dabei 1, 2, 3 rote Signale. Muss also 3 Mark zahlen und lege eine meiner Discs runter, die ich nehme. Und da nehme ich zum Beispiel diese Disc hier. Die finde ich immer gut und die werde ich dann hier hinlegen. Achtung, das war eine weiße. Ich muss hier von einer weißen nehmen und als nächstes, das habe ich alles gemacht, starte ich letzte Aktion. Wie immer Hand auffüllen mit 4 Karten. Und damit habe ich meine Starthand für die nächste Runde. Weiß macht noch einen Zwischenstopp, bevor er zu Kansas geht, vielleicht sogar 2. Und für 2 Mark darf er hier 2 weiter auf dem Track gehen und eine Doppelaktion aufführen. Erst einmal den Track, der zählt nicht, also bis dahin gehen. Und jetzt eine Doppelaktion ausführen. Das würde aber nur die einfache sein, weil ich kein Doppelte habe. Eine Karte ziehen und dann eine abwerfen. Oh shit, die fliegt gleich wieder weg. Damit war auch schon Weißzug fertig. Wo geht Rot hin? Rot steht hier, hat nicht die allerbeste Hand. Rot geht also auch hier hin. Und Rot wird jetzt eine Zweier-Kuh abwerfen für 2 Mark. Hier, zack. Ich habe vergessen, die 2 Mark vorhin zu bezahlen für die 2 Schritte. Also nehme ich die Kuh hier und dann darf ich zum Bullenmarkt. Ich habe 6, 7, 8, 9 Kröten. Dafür könnte ich jetzt genau eine tolle Kuh hier einkaufen. Und welche man da einkauft, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Für 9 und einen Cowboy, das kostet mich 6. Ich nehme also den hier, kommt in den Discard-Pile. Für 6. Das war dann auch schon der Zug. Natürlich darf ich wieder eine Kuh nachziehen. Auch nicht die schönste, die ich nachgezogen habe. Und dann bleibt noch die Frage, was Blau macht. Blau ist ja aktuell hier ganz unten. Und Blau möchte versuchen, jetzt möglichst weit zu kommen. Und vielleicht auch noch was Tolles zu machen. Ich sehe, ich habe hier ein grünes Kettelchen. Also durchaus etwas, was ich auch brauchen kann. Also gehen wir doch 1, 2 bis dahin. Da kann ich gleich ein grünes verkaufen für 2 Mark und dann ein Häuschen runtersetzen. Also ein grünes Tierchen verkaufen, ein neues auf die Hand nehmen. Das erst am Ende der Runde. Aber ja, es ist ja fast Ende der Runde. Ich darf jetzt nur noch ein Häuschen runterlegen. Und da muss ich mir halt überlegen, welches. Ich habe nur einen Bauarbeiter, kostet mich also genau 2 Mark wieder hier, die ich auch gleich bezahle. Und entweder das neue Einer oder dieses Zweier. Und warum nicht die grüne Hand runterlegen? Hier gehen normalerweise alle lang. Also ruhig hier hinlegen. Das Grüne, das gefällt mir.
durchaus ganz gut das Gebäude. Auf die Hand nehmen möchte ich es nicht. Ich habe das jetzt gebaut und hatte die 2 Mark schon bezahlt. Einen kann ich noch, damit ich hier vielleicht mit Weiß doch reinkomme. Und Weiß hat aber gerade eine weiße Kuh gezogen, also wird Weiß doch nochmal zwischenstoppen. Für 4 Mark eine weiße Kuh abwerfen hier. Dann nehme ich mir auch gerne 4 Mark. Wobei ich auch die gleich wieder ausgehe, denn ich gehe nochmal zum Viehmarkt. Ich habe ja 2 hier und werde 3 ausgeben und kaufe mir dann ein neues Vieh. Wie ihr seht, ich habe schon Blau hier drin, also wären Rot oder Gelb gut. Dann nehme ich ein rotes und damit hat sich der dann auch schon bewährt. Man muss ja nicht immer nur einen Schritt gehen, aber manchmal bietet es sich an, insbesondere weil ich hier auch die schlechte Hand hatte. Die schlechte Hand ist nicht deutlich besser geworden, aber es ist wie es ist. Was macht Rot? Und erst einmal sehe ich, ich habe vergessen, diesen hier aufzufüllen. Den werden wir mal gleich auffüllen. Den muss man immer auffüllen. Und Rot hat, darf ja bis zu 3 Felder gehen, geht 1, 2, 3 und endet hier. Hier will er nicht stehen bleiben, weil er keine gute Aktion hier hat. Zu machen, ein Tipi wegnehmen bringt nichts. 2 Mark will er auch nicht ausgeben. Ein weißes Kettle hat er nicht. Genug Geld, um auf den Markt zu gehen, hat er auch nicht. Also werde ich hier landen. Ich möchte einen Tipi raussetzen. Zack, hier. Und dann ruhig 2 Cowboys ins Spiel bringen. Damit geht der Markt-Token ein weiter runter und ein paar Cowboys kommen rein. Und ich werde das gleich nachfüllen. Hier, zack, 2 und 3. Jetzt zeigt er die Hand und gegebenenfalls Ribbons. Ich habe hier als Hand, wie man sieht, 5 verschiedene. 2 schwarze, 2 grüne, 1 grauen, sind 5. Einen weiteren 6, wenn ich den dann ausgeben will. Und dazu guckt man einfach hier, ob sich das lohnt. Das ist der erste, der vielleicht halbwegs gut ist. Dafür müsste ich dann 1, 2, 3 Mark bezahlen. Ich würde also 3 Mark rauskriegen. Ich bin kurz mit Geld. Ich werde es nicht machen. Ich werde einfach hier einen weiteren entfernen, diesen hier, und den auf die 1 setzen und damit nur 5 Mark nehmen. Also eine kleine Cash-Infusion. Das war es dann auch schon. Ja, und last but not least, was macht Blau hier? Blau ist jetzt dran, weiterzulaufen. Sein Gebäude, was er da gesetzt hat, ist natürlich aktuell nicht hilfreich. Ich habe aber 2 gleiche, also werde ich da zwischenstoppen und ich kann auch ein Hazard-Teil abbauen, wenn ich möchte. Das ist meistens ganz gut. Ich habe 2 graue hier, die ich für 4 Mark entsorgen möchte. Und jetzt habe ich hier 15 Mark. Warum nicht ein bisschen was weggeben? 7 und dafür ein Hazard teilnehmen, wenn es denn ein gutes gibt. Und es gibt hier einen 4er, das ist immer gut. Es gibt da oben auch einen 4er, aber ich möchte lieber, nee, als Blauer möchte ich lieber, dass das da liegen bleibt. Ich werde das hier entfernen als 4er Hazard Teil. Ob mir das viel gebracht hat, weiß ich nicht, aber man wird es später sehen. Ja, das waren die ersten Runden von Great Western Trail. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiele durchgespielt. Und wir sehen uns gleich wieder bei den nächsten Runden. Bis dann, alles Gute. Tschüss.